Wir werden heute hauptsächlich etwas für unsere Dehnung tun. Das heißt, es ist natürlich trotzdem immer Kräftigung mit dabei. Bauch, Beckenboden, unsere Körpermitte. Das brauchen wir immer. Aber wenn wir unseren Körper dehnen und wir lassen uns hier in hüftbreiter Fußposition schon mal mit gestreckten Kniekehlen nach unten sinken. Wenn wir unseren Körper dehnen, dann fühlen wir uns hinterher so richtig, richtig gut, weil zum einen die Energie wieder besser durch unseren Körper fließen kann und weil eine bessere Beweglichkeit immer das Gefühl auch ausmacht, sich jung und frisch und gut und beweglich eben zu fühlen auch, ja. Wir lassen uns hier mal mit gestreckten Kniekehlen ganz locker nach unten hängen. Kopf, Schultern, Arme locker. Gegebenenfalls berühren die Hände schon den Boden. Dann lässt du trotzdem den Schultergürtel ganz locker und entspannt. Die Arme sind dann leicht gebeugt vielleicht. Lass dich ganz klein wenig vor und zurückschwingen und lass dich ganz entspannt in die Dehnung hineinsinken. In der ersten Minute ist der Dehnreiz immer besonders intensiv. Das ist eine Sicherheitsfunktion der Natur. Und dann lässt der Körper, lassen die Muskeln, die Faszien noch immer ein bisschen mehr los. Wir kommen immer in tiefere Dehnbereiche und spüren auch besser unseren Körper und die Zusammenhänge, können hineinspüren, wo zieht wann was wohin. Und das kann manchmal sehr erstaunlich sein. Und was auch mit der Dehnung im Zusammenhang ist, wir können unseren Körper auch mit Dehnungsübungen sehr bewusst wahrnehmen, das heißt ins Bewusstsein kommen durch den Körper, durch die Dehnung. Und das Spüren. Als nächstes beugen wir die Knie und lassen uns hier in die tiefe Hocke sinken. Wir lassen die Füße und die Knie in hüftbreitem Abstand. Wir nehmen die Arme gestreckt nach vorn. Das heißt, wir richten die Arme erst gestreckt lang nach vorn, ziehen die Schultern weg von den Ohren, die Schulterblätter auseinander. Dann setzen wir die Handflächen auf dem Boden ab. Die Oberarme sind an der Knieaußenseite, sodass automatisch die Beine in der Innenposition gehalten werden. Und in diese Position können wir uns wieder ganz entspannt hineinsinken lassen. Wir lassen den Kopf locker hängen, lassen den Bauch auf die Oberschenkel sinken. Lassen die Fersen immer weiter Richtung Boden sinken. Spüren die Dehnung im Bereich der Fuß-, Knie- und Hüftgelenke. Wir spüren den unteren Rücken meist besonders gut, weil sich hier der untere Rücken über Nacht auch verkürzt, also die Muskulatur des unteren Rückens und das umgebende Bindegewebe. Lass die Schultern immer lockerer weg von den Ohren, die Schulterblätter locker auseinandersinken. Und nimm einmal wahr, wo du bei dieser Position die meiste Dehnung spürst. Zum Dehnen kannst du auch immer sehr gut die Augen schließen und das Gefühl haben, in deinem Körper zu sein. Lass das einfach geschehen, so wie es will. Lass den Kopf nochmal ganz bewusst locker hängen. Zieh ihn auch ein wenig nach rechts und nach links, um den Nacken- und Schulterbereich mehr zu lockern, locker zu lassen. Und mit jeder Ausatmung ziehen wir den After-Schließmuskel jetzt nach oben innen. Ziehen den Bauch ein und den Brustkorb flach. Den Rest des Körpers lassen wir locker. Nur unsere
Koordinaten, Beckenboden ist wie das Fundament eines Hauses, wie der Rumpf eines Schiffes, gibt also für die anderen Muskeln vor, welche Richtung stimmt. Lass die Füße immer lockerer, spür einmal in deine Füße hinein, wo spürst du da am meisten die Dehnung? Und auch wenn der Dehnreiz unangenehm sein mag, atme es weg, lass noch ein bisschen halten, ein bisschen halten, bis du dann dich mit den Händen abstützt und die Knie von auf dem Boden sinken lässt. Lass die Zehenspitzen noch aufgesetzt und setze die Hände vor den Knien hier einmal flach auf dem Boden ab. Spreize die Finger gleichmäßig und spüre die Hände, die Handflächen. Die Ellenbeugen sind gestreckt und in die Schultern lassen wir uns jetzt hineinsinken. Achte darauf, dass du jetzt ruhig mit den Schultern komplett über den Händen bist. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Spannung, um die Ellenbeugen ganz gestreckt zu lassen. Haben im Bereich der Handgelenke einen rechten Winkel. Da kannst du die Dehnung gegebenenfalls auf dem Rücken, Handrücken spüren. Wie fühlen sich deine Füße an, wenn jetzt die Zehenspitzen nach vorn gebogen sind? Lass die Füße vielleicht noch ein bisschen lockerer, wenn du spürst, da ist noch eine Spannung drin. Mit der nächsten Ausatmung kommen wir etwas nach vorne, um die Füße zu lösen und gestreckt abzusetzen. Gehen dann mit dem Gesäß zu den Fersen. Hier entlasten wir unsere Arme wieder. Das heißt, die Hände sind weiter vorn als die Schultern. Die Hände liegen immer noch locker auf, aber die Ellenbeugen bleiben gestreckt. Schieben Schultern und Schulterblätter nach hinten weg. Den Kopf lassen wir locker hängen, Blick geht in den eigenen Ausschnitt. Das heißt, Spannung haben wir etwas in den Armen, um die Ellenbeugen zu strecken. Wir lassen den Brustkorb nach vorn durchsinken. Dass wir also trotzdem noch in die aufgestützten Arme hineingesunken sind. Der Rücken ist also etwas ins Hohlkreuz gestreckt. Kopf hängt locker, Dehnung im Nacken. Die Füße sind gestreckt, haben sich mittlerweile mit der Streckung angefreundet. Das Gesäß zu den Fersen lassen wir uns ein klein wenig nach rechts und links herüberschwingen mit dem ganzen Körper. Also Gesäß auf den Fersen, einmal rechts, einmal links. Kleine, klitzekleine Bewegung. Kopf hängt locker. Wo spürst du hier die Dehnung deinen Körper am meisten? Lass dich als nächstes mit dem Oberkörper auf die Oberschenkel sinken. Die Arme nimmst du langsam nach vorn und streckst die Arme dann immer länger nach vorn heraus. Wow, eine tiefe Ausatmung, wenn du dich jetzt ganz lang mit den Armen nach vorn ziehst, während das Gesäß zu den Fersen schiebt. Den Kopf lässt du zwischen den Oberarmen locker sinken, die Stirn auf dem Boden. Tief durchatmen, die gestreckten Arme sind jetzt in den Ellenbeugen gestreckt bis zu den Fingerspitzen und ziehen lang aus der Schulter heraus. Wir haben also die Spannung im Bauch- und Beckenboden, dass wir mit der Ausatmung durch den schmalen Mund den After-Schließmuskel nach oben innen ziehen, den Bauchnabel einziehen, den Brustkorb flach, ziehen die Arme lang aus dem Rumpf heraus. Mit jeder Ausatmung lassen wir uns ein wenig flacher sinken. Im Zweifelsfalle nur den After-Schließmuskel immer wieder nach oben innen ziehen. Ein bisschen den Bauch aktivieren nach innen. Und den Rest
des Körpers der Schwerkraft folgen lassen in die Dehnung. Mit der nächsten Ausatmung heben wir uns wieder etwas nach vorne. Auf, Bankstellung. Wir positionieren uns so, dass wir mit dem Gesäß auf den Fersen uns mit dem Oberkörper nach hinten richten können. Jetzt wollen wir als nächstes die Dehnung in der Hüfte wollen. Stütz dich erst einmal mit gestreckten Armen so nach hinten ab, dass die Fingerspitzen nach hinten weg zeigen. Nimm die Hände so dicht wie möglich zueinander, dass du schon die Dehnung im Schulterbereich und Oberarm vorn hast. Lass das Kinn zur Brust sinken. Und lass dich mit dem Gesäß zu den Fersen. Auch Beckenboden mit der Ausatmung etwas einziehen und gegebenenfalls mach eine ganz kleine Bewegung mit den Schultern, dass du die Schultern hinten wegziehst und dich wieder locker reinsinken lässt. Die Schultern nach hinten ziehen und wieder locker hineinsinken lassen. Ist nur eine ganz kleine Bewegung. Die Ellenbogen sind gestreckt, die Fingerspitzen zeigen nach hinten. Die Hände sind so dicht wie möglich zusammen aufgesetzt und ist die Schulter-Außenrotation, also das Reinsinken lassen, ist Schulter-Innenrotation. Und wenn wir etwas die Schultern nach hinten außen drehen, Schulter-Außenrotation und du hast mehr Streckung von dem Schulterbereich und Oberarmansatz. Kleine Bewegung. Außen drehen, nach innen fallen lassen. Spüre, wie sich das für Schulter und Schulterblatt auswirkt. Die Beschwerden in den Beinen ignorieren wir erstmal hier. Entscheide das natürlich selbst. Ja, wenn du sagst, nein, der Dehnreiz ist so nicht auszuhalten, dann machst du zwischendurch ein Päuschen, lockerst dich, stehst auf und kommst nochmal neu in die Position gegebenenfalls. Wir ändern die Position der Arme. Wir nehmen die Fingerspitzen jetzt nach vorn, dass wir uns nach hinten hineinsinken lassen können. Das heißt, hier haben wir jetzt schon die Streckung in der Hüfte und Oberschenkel, Vorderseite natürlich. Füße gestreckt, Knie in der Beugung, dann gehst du als nächstes in den Unterarmstütz nach hinten. Mach nur so weit, wie es für dich okay ist und du kannst das Kinn noch zur Brust gezogen lassen, die Schultern nach hinten wegziehen mit Spannung oder hier den Kopf schon vorsichtig nach hinten hereinsinken lassen. Und der nächste Schritt ist dann ganz nach hinten zu sinken, die Arme und den Kopf nach hinten zu nehmen, nach Gefühl. Oberschenkel, Vorderseite und Hüfte zu strecken. Gegebenenfalls legst du dir ein großes Kissen noch hinten hin, dass der Weg zum Boden weich und nicht so weit ist. Lässt dich in die Streckung sinken. Schwanz, Bauch und Beckenboden an, um das Gesäß um die Hüfte zu strecken. Knie zum Boden zu schieben, die Arme strecken lang heraus, das Kinn zieht zur Brust und dann schiebst du dich langsam wieder nach oben zurück. Wir haben mittlerweile eine intensive Dehnung in den gestreckten Fußgelenken und in den gebeugten Knien und kommen langsam zurück in die Bankposition, lassen die Füße locker. Der Dehnreiz lässt langsam nach mit jeder Ausatmung. In der Bankstellung machen wir den Rücken rund und strecken
Und wir haben jetzt den rechten Winkel in den Knien. Das genügt den Knien fürs Erste, für die Entspannung. Und die Füße liegen locker auf. Auch hier macht sich die Entspannung breit. Wir lassen Rücken und Nacken gestreckt. Flach die Hände aufgestützt. Wir nehmen ein Bein nach hinten weg, setzen die Zehenspitzen auf, sodass wir jetzt die Ferse nach hinten schieben können. Die Hüfte streckt dabei kräftig, also ganz bewusst spannen wir das Gesäß an, um die Hüfte und die Kniekehle zu strecken und die Ferse nach hinten zu schieben. Die Hände sind vorn abgestützt und mit den ganz gestreckten Armen schieben wir uns kräftig gegen den Boden ab. Das heißt, wir bauen hier über die Hände eine Spannung auf, wo wir uns nach hinten wegschieben, damit wir den Druck für die Dehnung der Wade und der Fußsohle verstärken. Du könntest hier dann beispielsweise auch das aufgekniete Bein lösen. Ja, das ist also eine Spannung, als würden wir Liegestütze machen. Dann wechseln wir das andere Bein nach hinten, Spitzen aufsetzen, Ferse schiebt nach hinten. Erstmal kräftig abschieben mit den Händen nach vorne. Das Knie kann aufgesetzt bleiben, aber die Spannung ist wirklich so, dass du jetzt hier in der Liegestützposition mit einem Fuß nach hinten schiebst, Ferse schiebt nach hinten, hin zur Brust, Nacken lang. Schieb dich mit den Händen kräftig nach vorn ab, um die Ferse so kräftig wie möglich nach hinten zu schieben. Die Dehnung unter der Fußsohle, lösen Wadenbereich, Kniekehle, Hüfte. Mit der nächsten Ausatmung kommen wir über den Kniestand in die Bauchlage. In der Bauchlage wollen wir mit der rechten Hand den rechten Fuß und mit der linken Hand den linken Fuß greifen. Wir lassen die Knie hüftbreit zusammen und ziehen mit der Ausatmung die Fersen zum Gesäß, die Ellenbeugen und Schultern nehmen wir dabei nach hinten weg. Die Stirn liegt auf dem Boden, sodass der Nacken entspannt. Und wenn wir mit den Händen die Füße hier dicht zum Gesäß gezogen haben, dann bringen wir immer mit der Ausatmung Hüfte, Leiste, Schambein fest Richtung Boden, indem wir zusätzlich zu Bauch- und Beckenboden das Gesäß anspannen und die Hüfte flach auf den Boden schieben. Halte die Position, achte darauf, dass du die Schultern weg von den Ohren nach hinten ziehst. Auch vorne im Schultergürtel darf Dehnung zu spüren sein im Bereich Schlüsselbein. Wir halten die Dehnposition. Bauch, Beckenboden bleiben also flach unter Spannung. Der Atem fließt seitlich in die Rippenbögen hinein. Wir halten das Gesäß fest angespannt. Die Hüfte, Leiste, Schambein, Oberschenkel, Vorderseite, Beckenknochen bleiben flach auf dem Boden. Die Knie bleiben dicht zusammen. Du kannst also Gesäß und Beckenbodenspannung kräftig halten, halten, halten. Seitlich in die Rippenbögen hineinatmen. Schultern, Ellenbogen nach hinten weg und zusammen. Und dann lassen wir locker. Wir legen die Hände neben dem Körper ab, mit den Handflächen nach oben. Wir strecken langsam die Beine, nehmen die Beine ganz dicht zueinander, strecken die Füße. Wir wollen also die Beininnenseite und Fußinnenseite so weit wie möglich zusammenhalten. Wir liegen einfach flach auf dem Bauch, die Stirn auf dem Boden. Lassen die Schultern weg von den Ohren, die Daumen zeigen zu den Oberschenkeln. Und mit jeder Ausatmung
Spannen wir wieder das Gesäß an, zusätzlich zu Bauch und Beckenboden, und schieben die Hüfte zum Boden. Diesmal pressen wir die Fersen noch dicht zueinander und lassen wieder locker. Das heißt, eine klitzekleine Bewegung, Bauch, Beckenboden einziehen, Gesäß anspannen, Fersen zusammenpressen und Hüfte zum Boden schieben. Wir dehnen damit wieder Oberschenkel, Vorderseite und Leiste. Die Kniekehlen bleiben in der Streckung, das ist weitestgehend locker. Füße sind in der Streckung, die sind schon vormobilisiert. Kleine Bewegung, immer mit der Spannung des Gesäßes. Hüfte zum Boden schieben und Fersen zusammenpressen. Dann halten wir die Position. Wir lassen das Gesäß angespannt, Bauch, Beckenboden eingezogen, atmen seitlich in den Brustkorb, lassen die Fersen miteinander verbunden und die Hüfte, Leiste, Schambeinregion flach, fest auf den Boden getackert. Das heißt, der Hüftbeuger bleibt in der Streckung, Oberschenkel, Vorderseite. Und dann lassen wir locker, wir lassen den ganzen Körper für den Moment entspannt liegen. Wir haben noch die Stirn auf dem Boden, dass auch der Nacken entspannt. Mit der nächsten Ausatmung lösen wir einmal den Kopf, schauen in den eigenen Ausschnitt, drehen den Kopf zur Seite herüber, dass das Kinn so weit wie möglich zur Schulter zieht. Und legen den Kopf zur Seite wieder ab. So weit wie möglich herumgezogen. Und achten darauf, dass die Schultern wegbleiben von den Ohren. Und wir die Streckung, Drehung und Dehnung im Nacken spüren. Tief durchatmen und mit jeder Ausatmung lassen wir unseren Körper flacher sinken. Lass möglichst die Zehenspitzen zueinander zeigen und die Fersen nach außen sinken. So haben wir gleich wieder die richtige oder die bestmögliche Position der Bein für die Bein- und Hüftmuskulatur. Lassen hier bei den Beinen nur die Schwerkraft wirken. Beine sind gestreckt, in den Kniekehlen die automatische Dehnung. Und aktiv ziehen wir das Kinn zur Schulter, dass der Nacken lang gestreckt ist. Die Schultern weg von den Ohren. Spüren wir die Dehnung seitlich im Halsnackenbereich und lassen uns locker hier hineinsinken. Mit der nächsten Ausatmung ziehen wir Bauch und Beckenboden wieder kräftig ein, um einmal den Kopf in die mittlere Position zu bringen. Das heißt, wir spannen hier, um uns zu lösen, auch das Gesäß anschieben, die Hüfte flach zum Boden, schauen erstmal mittig in den eigenen Ausschnitt, um dann zur anderen Schulter herüber den Kopf zu drehen, das Kinn Richtung Schulter zu ziehen und den Kopf legen wir dann wieder ab und lassen den Hals-Nackenbereich in die Dehnung hineinsinken. Jeder Ausatmung lassen wir uns etwas mehr in die Dehnung hineinsinken, lassen lockerer und spüren, wie sich die Dehnung anfühlt. Da ich beim Kopfdrehen keine Seitenangabe gemacht habe, rechte oder linke Seite, hat sich dein Körper möglicherweise für die erste Bewegung die Schokoladenlieblingsseite ausgesucht
Und du merkst vielleicht, dass die zweite Seite jetzt etwas unbeweglicher ist. Vorsichtig kannst du auch nochmal die Schulter nach hinten wegziehen. Wichtig ist, dass es sich für dich immer gut anfühlt und dass du das Kinn so dicht wie möglich Richtung Schulter, Richtung Schlüsselbein gezogen hast. Mit der nächsten Ausatmung ziehst du Bauch, Beckenboden ein, spannst das Gesäß an, schiebst die Hüfte flach auf den Boden, löst den Kopf, kommst wieder zur Mitte zurück, nimmst noch einmal die Stirn auf den Boden, dann nehmen wir nacheinander die Arme nach vorn, stützen uns auf die Ellenbogen, auf die Unterarme, lassen dann die Ellenbogen unter der Schulter. Wir kommen also eine Etage höher, um hier noch einmal den Kopf und den Rumpf locker in die aufgestützten Unterarme hineinsinken zu lassen. Die Hände kannst du locker ineinander legen. Wenn du die Hände locker ineinander gelegt hast, beobachte einmal, welche Hand außen ist und wechsle noch einmal. Wenn wir Rechtshänder sind, dann neigen wir hier im Allgemeinen dazu, dass die rechte Hand außen ist und die linke Hand innen ist und die Hände beieinander legen. Indem du wechselst und dann die linke Hand außen und die rechte Hand innen ist, vernetzt du deine Gehirnhälften und verbesserst deine Wahrnehmung. Die rechte und die linke Seite zu wechseln bei Alltagssituationen bringt uns Bereicherung und öffnet auch unsere Wahrnehmung für andere Dinge und verschiedene Variationen und Möglichkeiten des Lebens offen zu sein. Lass nochmal den Kopf ganz bewusst locker hängen und spür die Dehnung im Nacken bis zwischen die Schulterblätter. Die Hüfte ist hier gestreckt und vielleicht spürst du auch etwas Dehnung im Rücken. Mit der nächsten Ausatmung stützen und die Händen auf Schulterhöhe ab. Rechts und links am Mattenrand, die Fingerspitzen zeigen nach vorn. Nimm die Beine nochmal dicht nebeneinander, dass die Beininnenseiten fest zusammendrücken. Dadurch bauen wir schon über die Beininnenseiten die Spannung im Beckenboden auf. Ziehen den Bauch flach, ziehen den Brustkorb flach, ziehen die Schultern weg von den Ohren und schieben uns dann mit der Armkraft nach oben hinten heraus. Mit ganz gestreckten Armen lassen wir uns hier in der Hüfte hineinsinken. Nochmal hängt der Kopf locker. Der Rumpf sinkt in die aufgestützten Arme hinein. Die Ellenbeugen sind ganz gestreckt. Ein letzter tiefer Stoßseufzer. Und dann wollen wir in die Rückenlage wechseln. Mach aber den Rücken erst rund. Möglicherweise ist der untere Rücken so, dass er sich mal wieder hier so ein bisschen rund machen kann. Deswegen lassen wir die Knie auch bei uns, gehen hier über die Seite, mal abgestützt in die Rückenlage. Schieben uns also hier nach vorn, Unterarmstütze, lassen uns weiter nach unten sinken und nehmen einmal Knie dicht zu uns heran. Mit den gefalteten Händen umfassen wir die Knie und lassen die Beine einmal ganz entspannt zu uns heransinken. Lass die Schultern weg von den Ohren, das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Das heißt, wir haben etwas Spannung in den Fingern, dass die Finger festhalten, die verschränkten Hände um die Beine herumgeschlungen sind, dass wir sowohl die Beine locker heransinken lassen können, als auch die Schultern locker zum Boden sinken lassen können. Das Kinn ist zur Brust gezogen, der Nacken lang. Spür die Dehnung im Rücken.
diese Position ist meist in erster Linie für den unteren Rücken gut als Entlastung spürbar. Und hier wollen wir schon die nächste Mobilisation etwas verstärken. Du lässt die Position so, wie sie ist und ziehst zusätzlich das Gesäß einmal zur rechten, einmal zur linken Seite mit dem unteren Rücken flach auf den Boden gezogen. Hin zur Brust, Nacken lang. Einmal nach rechts, einmal nach links, Rücken gestreckt. Schulterblätter nach hinten unten. Lass den Rücken ganz locker. Und wenn du mit dem Gesäß einmal nach rechts, einmal nach links herüberziehst, der Rücken ist schon vorgelockert. Insgesamt ist der Körper locker und entspannt. Nur den After-Schließmuskel ziehen wir ja immer mal wieder nach oben innen. Dann spürst du vielleicht, dass du mit dieser seitlichen Bewegung Verspannungen sogar bis in den Bereich zwischen den Schulterblättern oder in den Nackenbereich lösen kannst. Wir lassen also den Nacken gestreckt, die Schultern fest zum Boden gezogen, der untere Rücken ist fest auf dem Boden und einmal zieht die linke Hüfte zur linken Schulter und einmal zieht die rechte Hüfte zur rechten Schulter. Hier können wir die Wirbelsäule, den ganzen Rücken mobilisieren, das heißt die kleinen Muskeln natürlich, die von Wirbel zu Wirbel gehen, die den tiefer liegenden Anteil des Rückenstreckers ausmachen. Lass die Schulterblätter in die Mitte des Rückens nach hinten unten gezogen und flach auf dem Boden. Flach, fest, breit die Schulterblätter. So können wir auch Blockaden und Verspannungen in der Brustwirbelsäule erreichen. Wenn wir das also regelmäßig und immer öfter machen, dieses hier zur Seite ziehen und besonders auch morgens vor dem Aufstehen, noch im Bett liegen, hier die Knie heranziehen, einmal nach rechts, einmal nach links, Kinn zur Brust, Nacken lang, Schultern weg von den Ohren, Schulterblätter in die Mitte des Rückens. Das ist schon eine Möglichkeit, morgens richtig schön die Verspannungen zu lösen, beziehungsweise die Lockerheit, die sich über Nacht angeboten hat, dass also auch die Bandscheiben, die Zwischenwirbelscheiben sich wieder von Flüssigkeit saugen. Das ist ja schon galatmäßige Substanz unserer Bandscheiben im Inneren. Ja, die saugen sich also über Nacht wieder etwas mit Flüssigkeit voll. Tagsüber werden die zusammengepresst, die liegen zwischen den Wirbelkörpern und durch die Schwerkraft und unser Körpergewicht presst sich das zusammen, sodass wir abends auch 1, 2 Zentimeter kleiner sind als morgens. Wenn wir dann über Nacht gelegen haben, die Zwischenwirbelscheiben haben sich erholt, die Muskulatur ist locker, dann können wir uns gut hier rechts und links über die Seite ziehen. Probier das ruhig mal aus, jeden Morgen. Dann setzt du die Füße dicht am Gesäß auf und legst die Arme über dem Kopf ab. Das Kinn zur Brust gezogen, den Nacken lang. Die Arme oberhalb des Kopfes, da legen wir die Hände ineinander. Beobachte wieder hier, welche Hand in welcher liegt. Wenn du Rechtshänderin bist, dann kann es wieder gut sein, dass die linke Hand in der rechten ruht und du wechselst einmal hier und nimmst mit der linken Hand die rechte, sodass die linke, also die rechte, greifen kann. Aber insgesamt lassen wir dann die Hände wieder locker. Die Arme sind angewinkelt, das Kinn ist zur Brust gezogen, Schultern weg von den Ohren, Schulterblätter ziehen nach hinten unten in die Mitte des Rückens. Die Füße sind dicht am Gesäß aufgestellt.
und mit der Ausatmung ziehst du immer den Bauch und den Beckenboden ein und den unteren Rücken fest zum Boden, ziehst das Kinn zur Brust, den Nacken lang, ziehst den Brustkorb flach und die Mitte des Rückens fest zum Boden. Mit der Einatmung lässt du mal etwas locker und beobachtest, wo sich hier der Körper löst, in welche Richtung die Beine zum Beispiel wollen. Du kannst die Fersen hier in der Position etwas nach außen gedreht lassen und die Zehenspitzen zueinander, um die Beine besser in der Innenposition zu stabilisieren. Immer mit der Ausatmung ziehen wir Bauch und Beckenboden ein, den Brustkorb flach, den unteren Rücken fest zum Boden, die Mitte des Rückens fest zum Boden. Spüre, wie die Schulterblätter nach hinten unten ziehen, wie dein Rücken und Nacken und Hals immer länger wird, das Kinn zur Brust gezogen, wie die Schultern weg von den Ohren flach zum Boden ziehen, die Ellenbogen auf den Boden ziehen. Und mit dieser Position können wir diese Übungseinheit ausklingen lassen. Du hast also jetzt hier eine Position, eine isometrische Übung. Das heißt, von außen ist fast keine Bewegung zu sehen. Mit jeder Ausatmung bauen wir aber immer wieder die Körperspannung auf, die uns Beckenboden, Bauch einziehen lässt, den unteren Rücken fest zum Boden, die uns den Brustkorb einziehen lässt, die Mitte des Rückens fest zum Boden, also den Bereich zwischen und unter den Schulterblättern. Die Schulterblätter ziehen nach hinten unten in der Mitte des Rückens zusammen, dadurch streckt der Nacken und dehnt sich weiter. Die Schultern ziehen weg von den Ohren, fest zum Boden. Spüre, wie das durchaus sehr anstrengend sein kann, auch hier den Brustmuskel eben durch die Position zu dehnen, wenn du einfach nur liegst, und die Dehnung zu verstärken, wenn du die Schultern weg von den Ohren zum Boden ziehst und auch die Ellenbogen und Handrücken zum Boden ziehst oder sinken lässt. Das Kinn zur Brust, der Nacken lang. Spüre, wie du mit der Körperrückseite flach, fest und breit auf die Matte ziehst. Und auch diese Position ist zur morgendlichen Ausrichtung perfekt geeignet. Zum Abschluss streckst du die Arme und die Beine ganz lang. Ziehst dich ganz lang einmal rechts, die Zehenspitzen und Fingerspitzen ganz lang voneinander wegziehen. Einmal links, die Fingerspitzen und Zehenspitzen ganz lang voneinander wegziehen. Und rechts noch länger machen und links noch länger machen im Wechsel. Hierfür brauchen wir auch wieder Bauch, Becken, Bodenspannung und Brustkorb flach ziehen, damit der Rücken unterstützt ist. Die Schulterblätter ziehen nach hinten unten, auch wenn die Arme nach oben gehen. Ja, das ist ganz wichtig, immer wieder darauf achten. Die Arme gehen nach oben, aber die Schulterblätter ziehen in die Mitte des Rückens nach hinten unten. Perfekte Streckung im Schulterbereich.